Ja, hallo, liebe Leser von 1200 Grad. Wir befinden uns hier am Stand der Firma Schlüter Systems. Neben mir sitzt Marc Schlüter, der Geschäftsführer des Unternehmens. Und Herr Schlüter, Sie sind mit einem ganz neuen Standkonzept hier nach München gekommen. Können Sie uns kurz erläutern, was sich dahinter verbirgt? Ja, also Messe oder Bau 2019 auch für uns, Weltleitmesse fürs Bauwesen, auf uns der Anlass, einen neuen Stand zu kreieren. Und haben dieses Mal mehr auf Kommunikation gesetzt, haben in der Mitte einen Kaffeebereich kreiert, wo auch ein Barista leckeren Kaffee macht, und haben drumherum Themenwelten geschaffen, wo wir die einzelnen Kompetenzfelder von uns präsentieren in 6 verschiedenen Kojen, wo halt die einzelnen Produkte und vor allem die Systeme dargestellt werden. Ein ganz wichtiges Stichwort hier auf der Bau in München ist das Thema digital. Auch Sie haben Ihre digitalen Kompetenzen und Ihre Aktivitäten enorm aufgebaut. Können Sie uns dazu ein paar Sätze sagen? Richtig. Digital ist in aller Munde. Wir sind natürlich schon immer im Web präsent gewesen seit vielen Jahren, haben sehr intensiv über YouTube Videos publiziert und gehen jetzt auch den Schritt in die sozialen Medien über Facebook, Twitter, Instagram und was es sonst so gibt, um halt wirklich in den direkten Kontakt mit dem Kunden und vor allem mit dem Handwerker zu gehen, mit den jungen Handwerkern, die junge Generation, die einfach darüber kommuniziert und auch somit wir mit denen kommunizieren wollen in dem Bereich. Keine Messe ohne Neuheiten bei Schlüter. Können Sie uns in 2, 3 kurzen Sätzen noch sagen, was Sie hier mit nach München gebracht haben in dem Bereich? Gerne. Also natürlich Innovation mit Profil, wie es unser Name schon drinsteht. Auch haben wir wieder Innovation mitgebracht, hauptsächlich Ergänzungen dieses Mal, um die Systeme wirklich rund zu machen im Bereich Abdichtung über neue Caddy-Bahnen für die Dusche, das Shelf-Programm als Ablagen, neues System für Balkone, Terrassen, um lose Verlegung machen zu können, neue Farben, Ergänzungen in dem Bereich und auch das ein oder andere neue Profil. Auch für Vinylböden haben wir jetzt die ersten Schritte, auch da Profile im Sortiment zu haben. Also es gibt viele Neuigkeiten, viele kleine Neuigkeiten, die die Systeme ergänzen und komplettieren. Okay, vielen Dank.